Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Fahndung nach dem Drahtzieher der Terroranschläge in Paris haben französische Spezialeinheiten am Morgen eine Wohnung in Saint-Denis gestürmt und dadurch möglicherweise einen weiteren Anschlag vereitelt. Mindestens zwei Verdächtige kamen während des groß angelegten Zugriffs ums Leben. Mehrere Personen wurden festgenommen. Saint-Denis liegt nördlich von Paris, unweit des französischen Nationalstadions Stade de France, einem der Attentatsziele vom vergangenen Freitag. In einem Wohnhaus hatten sich offenbar mehrere mutmaßliche Extremisten verschanzt. Der mutmaßliche Drahtzieher Abdelhamid Abaoud sei nicht unter den Festgenommenen, teilte die Staatsanwaltschaft am Abend mit. Heute Morgen 4.25 Uhr. Explosionen sind zu hören. Französische Spezialkräfte, darunter die Eliteeinheit RAID, beginnen den Antiterroreinsatz. Maskierte Polizisten, schwer bewaffnete Soldaten, das ganze Viertel scheint belagert. Ein Einsatz ist im Stockwerk über meiner Wohnung passiert. Die Polizisten haben die Tür zugemacht. Sie haben mir gesagt, ich solle mich flach auf den Boden legen und mich nicht bewegen. Die Sicherheitskräfte suchen den derzeitigen Staatsfeind Nummer 1, den Belgier Abdelhamid Abaoud. Er gilt als mutmaßlicher Drahtzieher mehrerer Attentate. Bislang haben die Experten vermutet, dass er die Pläne von Syrien ausgeschmiedet hat. Nun stellt sich heraus, er war vielleicht nur wenige Kilometer von den Orten der Anschläge entfernt. Aber Abaoud ist ein Bekannter von Salah Abdeslam, der laut Ermittlern einer der Attentäter von Paris war. Ergebnisse von Telefonüberwachungen sowie Zeugenaussagen sollen nach Saint-Denis geführt haben. Die Polizei musste eine Stunde lang auf die gepanzerte Tür der Wohnung zielen und hat dabei 5.000 Kugeln verschossen. 7 Stunden dauert der Einsatz. Spezialkräfte stürmen eine der Wohnungen, durchsuchen möglicherweise auch noch andere. Die Bilanz: 2 tote Verdächtige, 8 Verhaftungen, mindestens 5 verletzte Polizisten. Die Explosion ist geschehen, nachdem die Frau ihre Sprengstoffweste gezündet hat. Die Identität der Leichen muss noch durch kriminaltechnische Untersuchungen bestätigt werden. Er hat nicht bestätigt, dass die Drahtzieher unter den Verhafteten oder Toten sind. Die Washington Post meldet jedoch unter Berufung auf US-Geheimdienste, dass Abaoud tot sei. Unterdessen forderte Präsident Hollande erneut eine internationale Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat. In Saint-Denis ist man noch weit entfernt von Normalität. Noch werden Spuren gesichert, das Gebiet ist weiterhin abgesperrt. Zur aktuellen Lage in Frankreich jetzt live aus Saint-Denis unser Korrespondent Matthias Wert. Die Polizeiaktion ist beendet, die Verdächtigen getötet oder verhaftet, aber die Angst vor weiteren Anschlägen bleibt. Nicht nur hier in Saint-Denis sind die Franzosen verunsichert und fragen, wie man den Terror wirksam stoppen kann. Seit der Attentatsserie von Freitagabend demonstriert die französische Regierung Stärke und Härte. 400 Hausdurchsuchungen und 60 Festnahmen in nur 3 Tagen, 120 Mal wurde Hausarrest angeordnet. Und heute machten sich 2000 französische Soldaten auf den Weg nach Syrien, um gegen den IS zu kämpfen. All das soll zeigen, Frankreich und sein Präsident sind entschlossen, den Terrorismus ohne jede Nachsicht zu bekämpfen. Und damit zurück zu Judith Rakers. Nach den Anschlägen in Paris steht der Name Abdelhamid Abaoud für Terror. Der Belgier mit marokkanischen Wurzeln wurde zunächst in Syrien vermutet und dann doch in Saint-Denis gesucht. Seine Grausamkeit und Skrupellosigkeit zeigen Videos, die der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge gemacht hat. Azaz im Norden Syriens. 8 Monate lang kontrollieren die Milizen des sogenannten Islamischen Staates die Gegend, bis sie im März 2014 vertrieben werden. Die Gräueltaten an Zivilisten und Gegnern, die sie hier verüben, gehören zu den grausamsten des syrischen Bürgerkriegs. An ihnen beteiligt sich Anfang 2014 auch Top-Terrorist Abdelhamid Abaoud, der mutmaßliche Drahtzieher der Terrorattacken von Paris.
Die ARD hat Zugriff auf neue Fotos und Videos von dessen Handy, das er zur Reparatur gab, aber nie abgeholt hat. Teilweise wurde das Bildmaterial bereits veröffentlicht. Hier zieht er mit einem PKW die Leichen von getöteten Gegnern über ein Feld, die er zusätzlich verhöhnt. Wir haben die Bilder unkenntlich gemacht. Ich rufe alle Muslime auf, hinauszugehen in die Welt und unsere Religion zu verteidigen, sagte er in diesem Handyvideo. Aber Oud gilt als wichtigster Rekrutierer des IS in seiner Heimat Belgien, wo er aus Molenbeek bei Brüssel heraus operierte. Viele der Bilddokumente können nicht gesendet werden. Schon vor den Anschlägen von Paris fällt der Sohn marokkanischer Eltern als besonders brutal auf. Sein erklärtes Ziel ist es, die, Zitat, Kreuzzügler im Westen zu terrorisieren, speziell in Europa. Zu den Meldungen, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge von Paris, Abdelhamid Abaoud, sei tot. Jetzt live aus Washington, Ina Ruck. Die Meldungen sind verwirrend. Wir haben widersprüchliche Angaben zum Schicksal des mutmaßlichen Drahtziehers. Die Washington Post hat hier vor einer Stunde berichtet, er sei getötet worden bei der Aktion in Paris heute. Man beruft sich dabei auf Angaben zweier hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter aus europäischen Ländern. Welche Länder genau, wird nicht gesagt. Das alles ist aber nicht bestätigt. Die Washington Post hat diese Meldung bislang aber auch nicht dementiert, bleibt also dabei. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Abaoud offenbar nicht unter den Festgenommenen war. Das sagt die französische Staatsanwaltschaft. Auch sei, hören wir bei CNN, die DNA nicht unter den sterblichen Überresten dort entdeckt worden bislang. Auch das ist nicht bestätigt. Also wir haben keine genauen Angaben, was wirklich passiert ist. Es ist immer noch nicht klar, ob Abaoud noch lebt oder nicht. In Molenbeek, dem Brüsseler Stadtteil, aus dem Abaoud stammt, haben mehrere hundert Menschen der Terroropfer von Paris gedacht. Sie wollten ein Zeichen gegen Gewalt setzen und sich von den Attentätern distanzieren. Molenbeek gilt als Hochburg von Islamisten. Einer der Selbstmordattentäter von Paris lebte ebenfalls hier, wie auch zwei mutmaßliche Helfer. In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundeskriminalamtes keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne. Die Behörden gehen aber weiter von einer allgemeinen, ernsten Bedrohung aus. Gestern war das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande in Hannover wegen Terroralarms abgesagt worden. Sprengstoff wurde aber nicht gefunden. Trotz Entwarnung trat heute in Berlin das Sicherheitskabinett zusammen, was in der Amtszeit von Kanzlerin Merkel bisher erst einmal geschehen ist. Zum Kern des Sicherheitskabinetts gehören die Bundeskanzlerin, der Außenminister, die Verteidigungsministerin, der Innenminister und der Chef des Bundeskanzleramtes. Sichtbare Polizeipräsenz am Hauptbahnhof von Hannover. An der Entscheidung, das Länderspiel abzusagen, gibt es auch heute keine Kritik. Der niedersächsische Ministerpräsident sagt, die Informationen, die er erhalten habe, hätten ihn überzeugt. Andererseits will er sich durch die Terrorgefahr nicht lähmen lassen. Ich werde mich ganz gewiss nicht weder in meinem Amt noch als Bürger in mein Schneckenhaus zurückziehen. Es sei denn, ich kriege die konkrete Empfehlung von denjenigen, die sich sehr intensiv und kompetent damit auseinandersetzen, bestimmte Situationen zu meiden. Auch die Kanzlerin, die das Spiel selbst im Stadion anschauen wollte, hält die gestrige Entscheidung für richtig. Die Sicherheitsbehörden haben eine verantwortliche Entscheidung getroffen. Das sind schwierige Entscheidungen, vielleicht die schwierigsten Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit. Aber gestern ist sie, und das ist richtig, im Zweifel für die Sicherheit getroffen worden. In Hannover wurden zwar keine Verdächtigen gefasst oder Sprengstoff gefunden, doch der Innenminister nennt die Bedrohungslage wirklich ernst. Denn die Anschläge in Paris hätten das Gesamtbild geändert. Nach allem, was wir bisher wissen, war Paris das Ergebnis oder Teil einer koordinierten Anschlagsserie des sogenannten Islamischen Staates. Sollte sich das bewahrheiten, wäre dies der erste durch den IS gesteuerte Anschlag in Westeuropa, aber vermutlich nicht der letzte. Keine Soldaten wie in Frankreich, aber doch schwer bewaffnete Polizisten bewachen nun deutsche Flughäfen und Bahnhöfe. Parteiübergreifend sind sich die Politiker einig, dass man die Gefahren ernst nehmen und trotzdem die offene Gesellschaft verteidigen muss. Wenn die Sicherheitsbehörden feststellen, dass ein Bundesligaspiel besser abgesagt wird oder ein Problem vorhanden ist, dann muss man entsprechend agieren. Aber das wäre der erste Sieg der Terroristen, wenn wir uns
unser Leben wegnehmen lassen würden. Und dazu gehören einfach Dinge, die Spaß machen, wie Fußballspiel, wie ein Weihnachtsmarkt, wie unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen. Nach heutigem Stand gilt also, Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte sollen grundsätzlich stattfinden. Die Sicherheitsbehörden wollen die Gefahren für jeden Einzelfall bewerten. Zum Tag nach dem Terroralarm in Hannover, jetzt live aus Berlin, Tine Hassel. Ja, und auch die Bundesliga soll planmäßig am Wochenende spielen. Man will sich nicht einschüchtern lassen. Ein deutliches Signal aus Sport und Politik. Und das, obwohl nach Informationen der Bild-Zeitung gestern gleich mehrere Sprengsätze in einem Rettungswagen im Stadion detonieren sollten, ebenso wie eine Bombe im Bahnhof Hannover. Allerdings war die Quellenlage wohl so widersprüchlich, dass das Spiel erst ganz kurzfristig abgesagt wurde. Heute reagierte die Politik besonnen, quer durch alle Parteien. Selbst Linke und Grüne fordern plötzlich eine Stärkung der Polizei. Die Zusammenarbeit der Geheimdienste wird nicht mehr nur als Schnüffelei kritisiert, sondern auch als Schutz vor global agierenden Terroristen begriffen. Reflexartig gestritten wurde wenig, vom Streit um den Einsatz der Bundeswehr im Inneren einmal abgesehen. Und das ist gut so, denn nichts würde die Menschen in dieser Ausnahmesituation mehr verunsichern als politisches Gezänk. Und damit zurück zu Judith Rakers. Zur Terrorbedrohung befragen wir auf tagesschau.de unter anderem einen Wissenschaftler, der Ängste in der Bevölkerung erforscht. Außerdem bringt das Erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Die Terrormiliz IS gerät in Syrien immer stärker unter Druck. Russland geht jetzt intensiver gegen die Kämpfer vor. Vor allem aber greift die französische Luftwaffe die Stadt Raqqa, eine Hochburg des IS in Syrien, kontinuierlich an. Paris reagiert damit auf die Anschläge vom vergangenen Freitag. Frankreich erhöht seine Schlagkraft im Kampf gegen den IS massiv. Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle nimmt Kurs auf Syriens Mittelmeerküste, um von dort aus IS-Stellungen anzugreifen. Einige Stunden zuvor Langstreckenbomber starten auf einer russischen Luftwaffenbasis in der Kommandozentrale. Der Verteidigungsminister berichtet Präsident Putin, dass 12 Langstreckenbomber IS-Stellungen in Syrien angreifen würden. Damit ändert sich die Strategie der Regierung Putin grundlegend. Bisher waren fast nur Aufständische jenseits des IS-Gebietes Angriffsziel. Nun startet die Luftwaffe erstmals eine größere Offensive gegen den sogenannten Islamischen Staat. Grund des Strategiewechsels könnte der Absturz der russischen Passagiermaschine in Ägypten sein. Für Russlands Regierung steht fest, es war ein terroristischer Akt, vermutlich vom IS verübt. Russland wirft jetzt mehr Bomben über dem IS-Gebiet ab und Frankreich will die Luftschläge verdreifachen. Die Terroristen im IS-Gebiet, hier schraffiert, geraten jetzt zwar stärker unter Druck, die Gegner des IS aber haben keine gemeinsame Strategie. Genau das machte der russische Außenminister Lavrov heute nochmals deutlich. Der Westen wolle zu viel auf einmal. Die Haltung, dass der Islamische Staat nur besiegt werden kann, wenn auch das Schicksal Assads besiegelt ist, diese Haltung ist falsch. Das ist die Herausforderung für den Westen. Eine politische Lösung des Konflikts in Syrien ist ohne die Russen nicht möglich. Der massive Polizeieinsatz gegen die Gegner des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 vor 5 Jahren war rechtswidrig. Das hat heute das Verwaltungsgericht Stuttgart entschieden. Mit dem Einsatz unter der damaligen CDU-FDP-Landesregierung sei gegen das Grundgesetz verstoßen worden, so die Richter. Die Polizei war mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen. 100 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Vor mehr als 5 Jahren wurde er unfreiwillig zum Symbol der Stuttgart 21-Gegner. Durch den Wasserwerfereinsatz der Polizei am 30. September 2010 ist Dietrich Wagner fast vollständig erblindet. Also dieser Richterspruch, der gibt mir jetzt ein klein wenig den Glauben an unseren Staat zurück. Es war ein deutliches Urteil der Verwaltungsrichter in Stuttgart. Ihre Überzeugung? Die Polizei hätte am sogenannten Schwarzen Donnerstag nicht räumen dürfen. Denn die Demo war keine reine Blockadeaktion gegen die geplanten Baumfällarbeiten, sondern eine spontane Versammlung. Und die ist von der im Grundgesetz festgeschriebenen Versammlungsfreiheit geschützt. Das heißt, solange die Versammlung lief und von der Stadt Stuttgart nicht aufgelöst war, hätte die Polizei gar nicht tätig werden dürfen. Schon gar nicht mit dem unverhältnismäßigen Einsatz der Wasserwerfer. Das ist ein guter Tag für die Bürgerrechte, für die Versammlungsfreiheit, für das Demonstrationsrecht in unserem Land.
Das Verwaltungsgericht hat nur die Rechtswidrigkeit festgestellt. Die Kläger wollen jetzt noch Schmerzensgeld und Schadensersatz vom Land Baden-Württemberg. Der Ministerpräsident bleibt vorsichtig. Wir müssen noch mal die Urteilsbegründung ja erst mal haben und analysieren. Und dann werden wir sicher mit den Betroffenen darüber sprechen. Eine Berufung ist vom Verwaltungsgericht ausdrücklich nicht zugelassen worden. Dagegen könnte sich das Land noch wehren. Die Kläger aber hoffen, dass nach mehr als 5 Jahren endlich Klarheit herrscht. Die Lottozahlen 9, 19, 21, 33, 48, 49, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 19. November. Ein Sturmtief sorgt vor allem im Norden Deutschlands für teilweise unwetterartige Turbulenzen und auch für Regen. Von Nordwesten zieht heute Nacht ein Regenband bis in die Mitte, dahinter vor allem in Küstennähe zum Teil gewittrige Schauer. Die sind dort auch am Tag unterwegs, sonst nur einzelne Schauer. Besonders in Alpennähe zeigt sich häufiger die Sonne. Ab dem Nachmittag breitet sich von Westen teilweise kräftiger Regen aus. Entlang des Rheins heute Nacht bis 12, an den Alpen nur 2 Grad. Morgen in den östlichen Mittelgebirgen unter 10, am Oberrhein bis 17 Grad. Am Freitag im Norden zum Teil gewittrige Schauer, im Süden langanhaltende untergiebige Regenfälle. Am Wochenende dann deutliche Abkühlung, dazu gibt's mancherorts Regen und Schneeschauer, im Bergland fällt durchweg Schnee. Karin Mioska meldet sich um 22.35 Uhr mit diesen Tagesthemen. Wie gefährlich ist der Terror? Fragen an BKA-Präsident Münch und Hacker gegen Terroristen. Anonymous sagt dem IS den Kampf an.